Schauplatz ADAC-Sicherheitsgelände. Hierhin hatte der österreichische Hersteller KTM geladen. KTM? Das sind doch die mit den Motorrädern. Ja, aber nun kommt der Crossbow. Instruktoren geben minutiös Einweisungen. Und dann heißt es, ready to race. Im Rahmen der FIA GT-Meisterschaft dreht der KTM Crossbow bereits seit geraumer Zeit flotte Runden. Seit August gibt es auch eine Straßenversion. Die lässt rasant strukturierte Herzen höher schlagen. Tatsächlich verführt die Leichtigkeit, mit welcher der Crossbow über den Asphalt stürmt und elegant um die Kurven zirkelt. Denn er ist vor allem eins, ein reinrassiges Sportgerät. Kernzelle des Crossbow ist ein zweisitziges, von Dalana entwickeltes Carbon-Composite-Monocoque, das gerade einmal 90 Kilo auf die Waage bringt. Zugunsten eines möglichst geringen Gewichts bei gleichzeitiger maximaler Steifigkeit wurde auf Türen verzichtet. 3,9 Sekunden vergehen beim Spurt aus dem Stand auf 100, bis zu 220 km/h in der Spitze sind drin. Der von Audi zugelieferte 2 Liter TFSI-Motor hat quer hinter den Sitzen in einem Alurahmen Platz gefunden und gibt via manuellem Sechsganggetriebe nebst mechanischem Sperrdifferential, obligatorisch aber aufpreispflichtig, bis zu 310 Newtonmeter Drehmoment und 240 PS an die Hinterräder ab. Das alles passiert mit einem Durchschnittsverbrauch von 7,9 Litern auf 100 Kilometer, was einem CO2-Ausstoß von 189 Gramm je Kilometer entspricht. Sicher, für den genüsslichen Wochenendtrip empfehlen sich andere Wegbegleiter, aber zum Brötchen holen ist er allemal zu gebrauchen. Damit hätte der Crossbow dann seine Alltagstauglichkeit doch eigentlich schon legitimiert, oder? Ein bisschen Spaß muss ja schließlich sein. Und der ist im Crossbow ab etwa 56.953 Euro zu haben.